The DDoS Rumors ended up being false? Was? Wie kommst du denn darauf, dass Roblox nicht gedDoSt wurde? Okay, ich kann euch mal erklären, was DDoS überhaupt bedeutet, weil viele Leute wissen ja nicht, was ein DDoS wirklich ist. Zeichne es am besten. Das hier ist ja der Roblox-Server. Der ist momentan auch glücklich, weil er nicht gedDoSt wird. Und wenn jetzt der kleine Peter kommt und eine Request an den Roblox-Server sendet, zum Beispiel schickt mir die Roblox-Webseite, dann ist das eine Anfrage, worauf er eine Antwort gibt. Man kann aber auch eine leere Anfrage schicken, einfach nur ein Ping, um zu schauen, ob der Server überhaupt existiert. Dann schreibt der kleine Peter einfach nur Ping und der Server sagt dann Ping zurück. Beide sind glücklich. Wofür macht man das? Um zu sehen, ob ein Server überhaupt da ist. Das können wir jetzt mal machen mit dem Roblox-Server in Frankfurt am Main. Da habe ich hier nämlich die IP und hier können wir jetzt sowas reinschreiben wie Ping und dann die Adresse von Roblox. Und da kommen Antworten. Und zwar 4 Antworten kommen von den Roblox-Servern. Wir haben alle so um die 20 Millisekunden gebraucht und ich weiß, okay, die Roblox-Server sind nicht down, die sind da. Man pingt sie an und sie pingt zurück. Schön. Damit ihr auch sehen könnt, dass das die Roblox-Adresse ist, wir können auch zum Beispiel schreiben ping roblox.com und dann kommt eine Antwort zurück von den gleichen Servern. 128, 116, 132, 3. Genauso wie hier. Frankfurt am Main, genau. Alle sind glücklich, weil die Roblox-Server sind da. Gut. Was ist jetzt eine DDoS-Attacke? Eine DDoS-Attacke ist, wenn nicht der Peter oder der Paul, sondern auch noch die Eileen, die Charlene, der Max, der Jochen und der Fritz gleichzeitig einen Ping an Roblox schicken. Aber die würden gar nicht reichen. Man bräuchte nämlich noch ein paar mehr Leute. Und von denen bräuchte man dann auch nochmal ein paar mehr Leute. Und naja, wir müssen sie mal ein bisschen kleiner machen, weil sonst passt das ja eigentlich gar nicht alles hin. Und davon bräuchten wir dann auch nochmal ein paar mehr Leute. Und davon bräuchten wir dann auch nochmal ein paar mehr Leute. Und die müssten zum Beispiel alle gleichzeitig einen Ping an Roblox senden. Und der Roblox-Server